siehst ja, ich war jung. Wir haben damals mit meinem Bruder zusammen, er hat gegründet, unsere Gruppe, angefangen zu musizieren. Diese Gruppe, wo wir damals gegründet haben, das waren wirklich schöne Zeiten. Wir haben da gerne Musik gemacht, also ich persönlich gerne gesungen. Und damals war in Kassel keine einzige Gruppe, waren wir nur da. Und die Leute kannten damals nicht so viel türkische Musik. Die ständige Diskussion ist, dass es keine Integration stattfindet. Mit diesen Sendungen wollten wir in Kassel lebende Türken Informationen über dem, was hier passiert, weitergeben. Kassels erste türkische Musikgruppe wurde 1971 gegründet. Ich habe selber Akkordeon gespielt und hatte andere Musikfreunde, die zum Beispiel Gitarre spielten. Es gibt auch verschiedene Größen, hauptsächlich quasi drei Größen. Einmal Jura, einmal Barlama und einmal Divan. Wie Sie wissen, findet im Spormuseum eine Ausstellung über die kulturelle türkische Musik statt. Im Zusammenhang dazu besuchten uns die Kinder der Kulturbrücke aus Mattenberg und haben Aufnahmen gemacht.